Was geht, Pat People? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr unschwer erkennen könnt, Esther ist heute mit dabei und wir drehen heute den zweiten Teil unseres Big Sister Talks. Wir sippen dabei ein bisschen Tee. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, holt euch auf jeden Fall auch einen Tee, weil dieses Video wird lang. Wir wollten uns kurz noch entschuldigen, weil wir hatten eigentlich ja groß angekündigt, dass wir dabei kochen. Das ist leider nach hinten losgegangen. Die Küche ist explodiert. Ja. Und die Katze hat unsere Hausaufgaben aufgegessen. Also, war nicht unsere Schuld. Mein Gott, typische Medizinerausrede, wir haben einfach keine Zeit. Wir hatten keine Zeit einzukaufen. So dumm es klingt, es ist richtig lost, aber so ist es. Ja, und dann haben wir gedacht, wir machen lieber das Video, damit es trotzdem noch kommt, gönnen uns eine Tasse Tee und das Kochen verschieben wir auf... Wann anders. Wann anders. Es wird kommen, aber nicht jetzt. Wir fangen dann jetzt an, die Fragen vorzulesen. Und vielen Dank nochmal an euch, dass ihr bei Esther auf ihrem Instagram-Account so, so tolle Fragen gestellt habt, weil ohne euch wäre das Ganze natürlich nicht möglich. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie alle was mitnehmen und wir haben die Themen ganz gut, oder wir werden die Themen für euch ganz gut abdenken. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen, würde ich sagen. Ist das heiß? Ja! Oh nein. Deswegen meinte ich ja gerade nicht mehr. I'm so sorry, wenn ich meine Hand nehme. Das ist echt heiß. Ja. So Leute, ihr habt es live on camera, wie maximal nötig mir Körperverletzungen zuzieht. Anzeige ist raus. Welche Situation im Studium hat euch bis jetzt am meisten Probleme bereitet und wie seid ihr damit umgegangen? Reden wir von heute oder reden wir nicht von heute? Ach, von mir aus schon. Also generell kann man so sagen, wenn man ein Studium hat, wo halt eine hohe Anwesenheitspflicht herrscht und man gleichzeitig extrem viel Zeit ins Lernen investieren muss, ist das ein Spagat, der nicht gerade einfach ist. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Es ist im Medizinstudium einfach leider so, dass es sehr verschult ist. Man hat wahnsinnig viel Anwesenheitspflicht, man muss zu ganz vielen verschiedenen Kursen und Praktika und Seminaren erscheinen. Nicht nur erscheinen, weil das garantiert einem ja den Schein nicht, sondern man muss auch noch perfekt vorbereitet sein. Und ja, da muss ich sagen, das ist etwas, was mich jetzt schon seit einiger Zeit sehr frustriert und womit ich sehr so zu strugglen habe, einfach weil ich persönlich nicht viel davon halte. Also in Praktika schon, da würde ich sagen, okay, das ist noch gerechtfertigt, dass man praktische Sachen natürlich auch in real life erlernen sollte. Aber was zum Beispiel Seminare und Vorlesungen und sowas angeht, da finde ich, sollte keine Anwesenheitspflicht herrschen. Das war zum Beispiel in meinem Psychologiestudium auch nicht so. Einfach weil jeder so seine anderen Lernmethoden hat. Und das Paradoxe, finde ich, ist vor allem in unserem Studium eben, dass man zum einen Anwesenheitspflicht hat, zum anderen aber erwartet wird, dass man da hingeht und es schon kann. Ja. Das heißt, es läuft so oder so darauf hinaus, dass man es sich selber beibringt und dann zusätzlich noch hingehen muss. Und das macht für mich halt einfach wenig Sinn. Ich denke mir so, okay, wenn man schon Anwesenheitspflicht hat, dann finde ich, sollte das Seminar auch primär dazu gedacht sein, dass man es dann dabei gebracht bekommt und ich nicht doppelt gemoppelt, sage ich mal, es mir selber erarbeiten muss, plus dann noch dahin gehen muss. Ja. Also würde ich zu 100% so unterschreiben. Und gerade der Punkt mit dem, man muss da sein und muss es können, ist der, der mich gerade auch wieder dieses Semester einfach am meisten stresst. Weil ich bin ein Mensch, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit in dieser Angsthaltung bin. Du wirst gleich was gefragt. Du musst vor allem sagen, dass du es nicht weißt. Oder du musst halt versuchen, es zu erklären oder so. Und es finde ich unangenehm und ich habe dann auch immer so das Gefühl, wenn man dann sagt, man weiß es nicht, ist man bei der nächsten Frage nochmal dran. Bis man halt erwiesen hat, dass man es kann, damit man seinen Schein bekommt. Und es ist ja auch immer so ein bisschen, was heißt die Androhung, aber so die Konsequenz daraus, theoretisch, laut Seminarordnung, sage ich mal, könnte ja sein, dass wenn man es nicht weiß, dass man die Leistung dann anderweitig erbringen muss, sprich mit einer mündlichen Prüfung. Ja. Und wenn man das die ganze Zeit im Hinterkopf hat, dann lerne ich halt nicht mehr so viel. Und das ist eine Sache, die mich halt viel stört, weil Beispiel heute, wir sind 6 Stunden in der Uni und müssen eigentlich den ganzen Tag noch lernen. So, mit welcher Zeit? Mit welcher Zeit sollen wir das machen? Ja, ganz genau. Und das finde ich weder pädagogisch wertvoll, noch finde ich, ist es irgendwie angebracht, also in einem Studium zumindest. Weil wir sind alles erwachsene Menschen, wir haben uns freiwillig dazu entschieden, dieses Studium aufzunehmen und ja, ich finde, da wird einem so ein bisschen das Erwachsensein entzogen, indem man halt einfach so viel
ja, auf erzwungen, sage ich mal, jetzt bekommt. Das ist vielleicht also irgendwie eine Eigenverantwortung. Ja, genau. Genau. Ich finde, das macht halt das Studium irgendwo auch aus, dass man Eigenverantwortung beweist. Und das, was du jetzt auch gerade meintest mit dem, dass man sonst anderweitig halt mündlich zum Beispiel geprüft werden könnte, das steht tatsächlich auch so in den, wie heißt das, Verordnungen oder so drin. Ich denke mir so, wenn das Seminar zum Beispiel das einzige wäre, wo wir eine Leistungsüberprüfung erbringen müssten für diesen Schein, okay, dann könnte ich das verstehen. So, aber wir haben ja zum Beispiel in Physiologie, haben wir 2 mündliche Testate. In allen anderen Sachen haben wir immer mindestens eine Klausur gehabt. Also es gibt etwas, was die Leistung dann irgendwann überprüft. Und dann verstehe ich das nicht, warum das dann in einem Seminar auch noch ist. Ich würde viel lieber dahin gehen und einfach wie eine Vorlesung einen Vortrag hören, wo man komprimiert auf, seien es von mir aus 2 Stunden, alles mitgeteilt bekommt, was man wissen muss, anstatt dass das so eine, ja, so eine Abfragesituation ist. Und da muss man halt sagen, das ist nicht ein Münsterproblem, sondern es ist ein Medizinproblem. Ja. Weil in Münster, würde ich sagen, ist das tatsächlich noch sehr human. Also die allermeisten Dozenten, würde ich sagen, sind da wirklich sehr nett. Ja, ich habe noch nie erlebt, dass da wirklich jemand ich auch nicht. Mündlich nachgeprüft wurde. Das habe ich auch nicht. Und selbst wenn man mal drangenommen wird, man weiß es nicht, ist es halt eigentlich nicht schlimm. Also bei den meisten Dozenten, muss man dazu sagen. Ne? Das ist an anderen Unis durchaus anders. Also wie ich zum Beispiel gehört habe von gewissen Quellen, aber ja, es ist definitiv ein medizinspezifisches Problem, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es in manchen anderen naturwissenschaftlichen Studiengängen auch noch so, aber da habe ich nicht so den Kontakt zu, muss ich ehrlich sagen. Das könntet ihr dann mal unten in die Kommentare schreiben. Sehr gerne, würde mich auf jeden Fall auch brennend interessieren. Ja, von daher, um die Frage kurz und knapp nochmal zu beantworten, es ist weniger so ein Lernstoffproblem, also weniger jetzt, dass man irgendwelche Fächer nicht versteht, weil es halt, man muss halt schon sagen, es ist größtenteils halt auswendig lernen. Ja, es ist halt mit mehr, genug Zeit versteht man alles. Genau, und die Zeit ist das Problem an der Sache. Genau. Wie gerne bzw. zuverlässig gehst du selbst zum Arzt, zur Ärztin, wenn dir etwas fehlt? Ja, okay, da haben wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Ansichten. ich muss sagen, ich habe zwar auch eher, ich sag mal, durchwachsene Erlebnisse erlebt mit Ärzten, aber ich würde sagen, trotzdem überwiegend positiv. Allgemein würde ich sagen, ist es so. Es ist irgendwie so semi. Ich gehe jetzt nicht gern zum Arzt. Ich mag zum Beispiel immer voll gern dieses Praxis-Feeling. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag das, wenn ich so in die Praxis reingehe und es riecht so nach Praxis. Ich weiß nicht, ob ich weird bin, aber. Bei mir ist direkt immer so PTBS kickt rein, aber den Geruch mochte ich noch nie. Ja, okay, aber bei dir ist es natürlich auch eine Ausnahmesituation, muss man sagen. Ja, allgemein, also ich bin auf jeden Fall jemand, wenn ich ein Problem habe und ich merke so, okay, das könnte wirklich irgendwas Ernstes sein oder so, ich bin auf jeden Fall jemand, der dann lieber einmal zu viel zum Arzt geht, als einmal zu wenig. Also ich bin niemand, der sich davor irgendwie drückt, weil es gibt ja durchaus Leute, die das dann irgendwie aufschieben und dadurch wird das Problem dann ja meistens nicht besser, sondern halt vielleicht eher schlechter und ja, so bin ich auf jeden Fall nicht. Ich wundere das auch so sehr an dir, dass du so diese innere Einstellung hast, so, wenn ich ein Symptom habe, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich damit zum Arzt, weil, also ich sehe das immer so ein bisschen so, dass dieses Arztgespräch, dieser Arztbesuch, so dieses Realwerden der Erkrankung, sage ich mal, oder des Symptoms halt ist, deswegen habe ich dafür immer sehr große Angst, aber im Prinzip, du betrachtest das halt viel nüchterner, sondern du siehst es halt genauso, wie es halt ist, so, wenn du irgendwas hast, dann musst du zum Arzt gehen, damit du Hilfe bekommst und ich habe in der Vergangenheit eher immer versucht, also zumindest seit der Krebserkrankung, irgendwie so ein bisschen, ja, um das ganze Thema drumherum zu kommen, weil Arztbesuche für mich halt immer enorm emotionalen Stress bedeuten. Klar. Und immer mit super viel Angst verbunden sind und deswegen gehe ich da halt tatsächlich nicht so super gerne hin. Und am Anfang, kurz nach der Erkrankung, war es tatsächlich nicht bei jedem Arzt so. Also klar, wenn ich zum Onkologen gegangen bin, zur Nachsorge oder so, da war schon immer irgendwie, keine Ahnung, nicht so cool. Aber wenn ich zum Gyn musste oder, keine Ahnung, zum Hausarzt oder so, dann hatte ich da nie so richtig Angst vor. Aber inzwischen ist es wirklich einfach alles. Also ich kann zu keinem Arzt mehr gehen, ohne innerlich irgendwie mir Sorgen zu machen. Und das ist dann halt schon ziemlich anstrengend. Ja, aber allen anderen Leuten würde ich halt im Prinzip auch raten, das so zu machen wie dir. Weil, also mein Verhalten ist, glaube ich, eher pathologisch und deins sollte eher so das Normale und der Standard sein. Ja, aber ich finde, dass das total verständlich ist. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze und ich wäre in deiner Lage, ich glaube tatsächlich, dass ich nicht anders reagieren würde. Also ich finde das total nachvollziehbar. So ein Schutzmechanismus einfach irgendwie. Ja, ich finde auch, also du hast es auch gut erklärt mit diesem, dass es dann wahr wird sozusagen. Und vorher kann man sich dann noch
einreden, so, ja, es könnte ja auch das nicht sein. Und sobald man schwarz auf weiß hat... Also bis auf in dieser einen Situation, also alles, was ich seit der Erkrankung hatte, war ja nie irgendwas Schlimmes. Ja. Sondern halt immer nur, dass ich mir in meinem Kopf so mega Gedanken gemacht habe. Aber eigentlich war halt alles in Ordnung. Es kommt halt auch einfach total auf den Arzt oder die Ärztin an. Also zum Beispiel meine Gynäkologin, die ist wirklich eine ganz tolle Frau. Ich liebe sie wirklich. Also ich fühle mich total wohl bei ihr. Und ja, oder auch als ich meine Weisheitszähne rausbekommen habe, ne, was durchaus keine so angenehme Erfahrung war. Aber der Oralchirurg, da war wirklich richtig cool drauf. Und ja, dann in dem Fall muss ich sagen, da, besonders jetzt bei so jemandem wie jetzt der Gynäkologin, wo man dann schon öfter hingeht, ne, da fällt dann auch die Hemmung, sag ich mal, mit Mal zu Mal. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich sehr abhängig von Arzt zu Arzt und finde ich, unterstreicht auch einfach nochmal die Wichtigkeit von einer guten Arzt-Patienten-Beziehung, beziehungsweise von sozialen Kompetenzen von Ärzten. Und das ist etwas, was für mich bisher im Studium deutlich zu kurz gekommen ist. Ich muss auch sagen, ich finde, so durch die Erfahrung, die ich so gemacht habe, ich finde es nicht Normalzustand, sage ich mal, dass du zum Arzt gehst und dir sicher sein kannst, du bekommst die bestmögliche Behandlung. Also nicht, weil der Arzt oder dein Gegenüber dir irgendwas Schlechtes möchte oder irgendwie, keine Ahnung, aber es gibt halt für bestimmte Erkrankungen oder für bestimmte Dinge einfach Spezialisten. Und wenn du nicht bei einem Spezialisten bist, dann ist halt nicht gewährleistet, dass du so die bestmögliche Behandlung bekommst. Und wenn dein Arzt vielleicht nicht sonderlich, ja, was heißt nicht sonderlich informiert, aber halt einfach auf dem Gebiet, auf diesem speziellen Gebiet nicht so bewachsen ist, dann wäre es halt schlauer, so zu wechseln, dass du dann auch einen Arzt hast, der dir das kommunizieren kann. Mhm. Und nicht so wie bei mir, dass man halt einfach gesagt bekommt, ja, du gehst jetzt da und dahin und machst das und das. Mhm. Da hätte ich viel länger bei meiner Chemo gesessen, als ich eigentlich jetzt so war. Krass. Das ist so krass. Also natürlich, man muss immer sagen, ne, Ärzte sind auch nur Menschen und es ist auch nur ein Beruf. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde, man sollte immer versuchen, irgendwie das zu optimieren, also dieses ganze Gesundheitssystem oder auch für sich selber, für uns jetzt, für unsere berufliche Zukunft einfach, dass wir uns das zumindest hinter die Ohren schreiben, dass wir das anders machen und so, dass man da nicht in diesen Teufelskreis verfällt, in dem alle Ärzte, das muss ich sagen, da könnte man nochmal ein eigenes Video zu machen, aber wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass sehr viele Ärzte so von ihrer Art her sowas miteinander gemeinsam haben. Ja, total. Ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, was wir damit meinen, aber wie gesagt, das ist ein großes Fass. Eigentlich, was ich sagen wollte, ist, dass man halt guckt, dass man da vielleicht so ein bisschen rausbricht aus diesem Kreis. Weil ich habe das Gefühl, wenn man dauernd mit solchen Ärzten zu tun hat, und ich meine, während der Ausbildung und des Studiums hat man ja natürlich auch sehr viel einfach mit Vorgesetzten und keine Ahnung, was für Leuten zu tun und so, ne? Und dass man dann irgendwo so die kopiert und lernen am Modell und so, deren Art annimmt, klar, ne? Ist ja irgendwo normal, aber ja, keine Ahnung, dass man da irgendwie das eigene kritische Denken nicht so ganz verliert. Genau, aber auch so aus Patientensicht finde ich super wichtig, irgendwie so zu vermitteln, Ärzte sind keine Halbgötter in Weiß. Das sind ganz normale Menschen, die Fehler machen können, die ein Privatleben haben, die irgendwie emotional befangen sein können. Das sind ganz normale Menschen und darüber muss man sich halt auch bewusst sein, weil ich so das Gefühl habe, gerade im Krankenhaus, dass der Arztberuf so ein bisschen glorifiziert wird, so als dieses Nonplusultra. Ein bisschen. Das ist halt total, so diese Übermenschen sind. Und wenn man so diese Erwartung bei einem Arzt mitbringt, dann ist, glaube ich, auch ja so ein bisschen die Gefahr da, dass man halt vielleicht Dinge übersieht, die man eigentlich nicht übersehen sollte. So dass man das Gefühl hat, man kann einen Arzt beispielsweise nicht wechseln. Dabei ist ja das Schöne gerade bei uns in Deutschland, dass man zu jedem Arzt gehen kann, zu dem man möchte. Man kann immer eine Zweitmeinung einholen, man kann immer den Arzt wechseln, man kann jemanden suchen, der einem wirklich, mit dem man gut kann einfach, dem man vertraut, der Spezialist ist für das, was man braucht. Das finde ich super wichtig, irgendwie so mit zu vermitteln. Ja, total. Genau, kleiner Ausschwung. Ja, das sind aber alles so Themen, da könnte man echt nochmal separat Videos zu machen. Ja, und müssen wir uns mal aufschreiben. Gerne. Versagensangst und Druck, den man sich im Studium selber macht. Ich glaube, dass du darüber eigentlich sehr viel und sehr gute Dinge sagen kannst. Ach, Freunde. No front. Wisst ihr, also ich will erstmal zu Beginn klarstellen, dass ich noch überhaupt nicht an dem Punkt bin, wo ich sagen könnte, okay, ich habe das überwunden und ich bin da irgendwie komplett von weg oder so. Ich kann euch lediglich sagen, dass es besser geworden ist über die Zeit. Würde ich aber auch sagen. Ja, weil Maxi ist da low-key echt meine Angsttherapeutin, muss man wirklich sagen. Ich bin ein Mensch, ne? Ich
bin sehr fleißig, ich bin sehr ehrgeizig. Das bewundere ich übrigens auch immer sehr. Das ist aber so, ich finde das eine schöne Eigenschaft. Ja, also ich gebe mir schon viel Mühe so bei dem, was ich mache, weil ich so ein bisschen so die Einstellung habe, entweder ich mache es ganz oder halt gar nicht, ne? Und ich mag das nicht, wenn man halt irgendwie nur das so, oder ich sag mal, wenn ich das nur so lala mache, ist es so nur so halb halt, ne? Das mag ich für mich halt einfach nicht. Und ich weiß auch, dass ich bis jetzt, also jetzt im Medizinstudium, ne, ich rede jetzt mal nicht von Psychologie, sondern rein von Medizin, dass ich durch die Prüfungen eigentlich ganz gut durchgekommen bin. Also nicht da nur war eigentlich und auch nicht nur ganz gut. Du kannst also stolz auf dich sein. Manchmal brauchst du einfach so mehr dieses stolz sein können. Ja, ja, gut, da kommen wir gleich zu. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe eigentlich so gesehen keinen Grund, Versagensängste zu haben. Also um es jetzt mal ganz dumm auszudrücken oder arrogant oder wie auch immer man das sagen will, ich habe keinen Grund, mir Sorgen zu machen, weil ich weiß, aufgrund von vergangenen Erfahrungen, wenn ich mich dahinter klemme, wenn ich das so lerne, wie ich das bisher mal gelernt habe, dann klappt das auch. Und trotzdem ist diese Angst immer da. Die ist immer irgendwie im Hinterkopf. Und ich habe auch immer irgendwie Gelegenheit und schaffe es immer, die wieder hervorzuholen. Es ist fast schon so, als ob ich innerlich nur darauf warte, es wieder hervorzuholen. Und das ist sicherlich ziemlich kombiniert mit meinem Imposter-Syndrom. Aber ja, wie gesagt, es ist bis jetzt keine einzige Klausurenphase vorbeigegangen, wo ich dich nicht angerufen habe und gesagt habe, dass ich das alles komplett verkackt habe. Das ist dann meistens direkt nach der Klausur, ne? Und nur mal so, unsere Ergebnisse kommen meistens so 10 bis 15 Minuten nach der Klausur. Heißt, so lange müsste ich eigentlich gar nicht warten. Aber die 10 Minuten, die nutze ich, um Maxi anzurufen. Und ja, und ich habe halt gemerkt, wie, ich sag mal, einschränkend es ist für mich selber, mir immer wieder so einen Stress zu machen. Mhm. Und dass der eigentliche Stress, den jeder hat vor den Prüfungen, der auch, ich sag mal, normal ist, dass der eigentlich gar nicht so schlimm ist im Vergleich zu dem Stress, den ich mir selber mache. So, und ich glaube, das Wichtige ist dabei erstmal, das zu erkennen und erstmal sich einzugestehen, yo, ich habe da vielleicht ein kleines Stressproblem, und dann irgendwie versuchen, da aktiv gegenzuwirken. Und ich glaube, das ist eher der Part, der sehr schwierig ist. Ja, vor allem, wenn man internalisierte Gedankenmuster hat, so wie ich das halt auch leider oft habe. Ja, und ich glaube, so einen richtigen universellen Tipp habe ich dafür gar nicht. Außer halt mit Leuten zu reden, bei denen ihr wisst, dass ihr denen immer die Ohren voll heulen könnt und die da auch nie genervt von sind oder sowas. Und zweitens versuchen, wie gesagt, sich auf vergangene Leistungen zu beziehen. Also, dass man sich wirklich sagt, ich habe doch bisher alles bestanden oder ich habe ja auch das und das geschafft, von dem ich dachte, ich schaff's nicht. Warum sollte jetzt auf einmal ausgerechnet diese eine Klausur die sein, die ich verkacke? Es ist einfach dann höchst unwahrscheinlich. So, und sollte es jetzt mal so gewesen sein, dass ihr in der Vergangenheit irgendwie mal was nicht bestanden habt, auch das ist komplett normal. Ich glaube, es ist unnormaler, Klausuren komplett immer zu bestehen, als mal eine Klausur zu verkacken. Ne, das sagt überhaupt nichts aus. Also ich kenne Leute, von denen ich behaupten würde, sie sind Überflieger. Und das meine ich wirklich ernst. Die haben auch Klausuren nicht bestanden. Das korreliert nicht miteinander, ob man irgendwie gut in dem ist oder mal später sein wird, was wir hier so studieren. Nee, also das eine hat wirklich gar nichts mit dem anderen zu tun. Also ich muss auch sagen, also ich glaube, wir sind da sehr große Gegensätze, weil ich glaube, ich bin tendenziell immer so ein Mensch, der sich, ja, ich mache mir nicht zu wenig Sorgen, aber ich bin Mensch, wenn ich Stress bekomme, dann fliehe ich. Also ich will dann einfach nur noch weg. Ich lerne dann auch nicht mehr. Ich schiebe die Klausur, ne? Habe ich auch schon öfter erzählt, dass das gerade so in den ersten zwei Semestern so sehr mein Problem war. Also es ist so sehr gegensätzlich. Du machst dann noch mehr, setzt dich richtig dahinter, gönnst dir keine Freizeit mehr. Und ich bin so, I'm out. Ich mache das einfach wann anders. Wer liebt, der schiebt. Inzwischen habe ich mir das auch ein bisschen abgewöhnt, aber einfach nur mal so, um so diese Gegensätze zu zeigen. Aber ich glaube, das Prinzip dahinter ist so ziemlich dasselbe, dass man einfach so einen Druck verspürt, was ja auch gerade, ich sag mal, im Medizinstudium jetzt auch nicht wenig auf einen ausgeübt wird, weil einfach, egal ob es die Leute in der Uni sind, egal ob es Dozenten sind, egal ob es die Gesellschaft ist, man irgendwie von jeder Ecke immer hört, man macht was richtig Krasses und man macht was richtig Wildes. Und das stimmt ja auch, das ist viel Lernaufwand, es ist viel Stress und keine Ahnung, aber es ist halt trotzdem am Ende des Tages nur ein Studium. Und ich glaube, manche Leute, ich glaube mich auch mit eingeschlossen, vergessen ganz oft,
dass es nur ein Studium ist. Es macht dich nicht als Menschen aus, es macht dich nicht als Arzt oder Ärztin später aus oder was auch immer für einen Beruf ihr später haben werdet. So, es ist halt nur ein Studium. Wenn man durchfällt, dann fällt man durch. Wenn man ein Semester später Staatsexamen macht, dann ist das so. Also es gibt so keinen Grund der Welt, warum, also außer man ist jetzt finanziell irgendwie so, keine Ahnung, ans BAföG-Amt gebunden und kann deswegen irgendwie sich nicht erlauben, sich da ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Aber eigentlich, also abgesehen von sowas, gibt es halt keinen Grund, warum man sich da so halt diesen Stress machen muss. Ja. Ich muss sagen, ich war leider schon immer so, wirklich seitdem ich denken kann, seitdem ich in diesem Schulsystem bin, bin ich so, dass ich mich total von Leistungen, also meinen eigenen Leistungen, abhängig mache. Das war für mich auch schon, also in so total bekloppten Klausuren in der Mittelstufe, so Mathe-Tests, ne, die nie für irgendwas gezählt haben. Auch da habe ich mich so verrückt gemacht und habe gedacht, das macht mich jetzt aus. Und ich kann euch nicht sagen, wo das herkommt, weil ich das nicht von meinen Eltern oder so mitgegeben bekommen habe. Eher im Gegenteil, die haben eher mal gesagt, ne, fahr mal runter und so, weil die ja auch gesehen haben, so, ne, dass ich da manchmal so ein bisschen am Rad drehe. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber immerhin bin ich mittlerweile so weit, dass ich es erkannt habe. Und dass ich gesehen habe, okay, das kann so nicht weitergehen. Und dass ich auch dementsprechend Konsequenzen ziehe. Ich habe zum Beispiel jetzt versucht, das wollte ich auch gerade sagen, dass ich finde, du machst das dieses Semester sehr gut. Ja, ich habe nämlich versucht, das habe ich auch in meinen Vlogs immer erzählt, mir einen freien Tag pro Woche zu nehmen. Und das habe ich bisher auch gut eingehalten. Ich muss irgendwie lachen, weil... Morgen werde ich es nicht einhalten. Weil bei mir irgendwie so dieser Gegensatz ist. So, ich bin froh, wenn ich einen Tag die Woche richtig lerne. Aber guck mal, das ist doch eigentlich voll gut, also dass wir dann so beide Seiten mal aufzeigen. Ja, weil ich glaube auch, wenn man dich und mich kreuzen würde, hätte man einen richtig guten Studenten. Ja, ich glaube auch. Also zumindest einen mental gesunden. Ja, wirklich. Ja, und deswegen, das ist halt irgendwie dann so der erste Schritt. Und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will es jetzt nicht jinxen hier, ne? Aber manchmal denke ich, es würde mir vielleicht gut tun, mal durch eine Klausur zu fallen. Ich glaube tatsächlich auch. Weil ich dann einfach dann checken merkst du, würde, es ist nicht nichts. So schlimm. Ja. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt in diesem Semester. Nee, weil, nee, bitte also nicht. Einfach nur, weil du dann mental, glaube ich, einfach Stress hast und Angst hast, dass du es nicht mehr schaffst, was du trotzdem zu 100% schaffen wirst. Aber so generell glaube ich auch, dass man dann einfach so ein bisschen Konfrontationstherapie... Genau, das ist es. Konfrontationstherapie. Dass man einfach mal sieht, so, es ist jetzt mal passiert und es ist nicht schlimm. Das ist genau das, was ich eben meinte, mit dem auf vergangene Erfahrungen zurückgreifen. Dass ich dann sagen könnte, okay, ich bin schon mal durch eine Klausur durchgefallen und es war im Endeffekt nicht schlimm. Das ist genau sowas. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, ne, man sagt das immer so am Anfang, aber ich möchte jetzt momentan einfach nur die Vorklinik hinter mich bringen. Das ist jetzt nur mein primäres Ziel. Aber ich glaube tatsächlich, ab der Klinik werde ich wirklich aktiv versuchen, mir da weniger Stress zu machen. Man hat dann halt auch schon so was in der Hand. Also jetzt nicht so, als könnte man mit dem Physikum arbeiten gehen, haben wir gestern auch drüber gesprochen. Aber man hat halt schon mal so einen richtig großen Meilenstein einfach hinter sich gebracht und hat sowas, woran man sich festhalten kann. So, ich habe das geschafft. Genau, so. Ja. Und in der Klinik ist es halt einfach dann generell so, dass sich das auch eher verteilt, weil was zum Beispiel auch ein Faktor sein kann, eine Klausur nicht schieben zu wollen, ist, dass man dann aus dem eigenen Semester eventuell rausfällt, je nachdem, wie das geblockt ist. Ohne weil Corona ist Klausuren schieben richtige Scheiße. Ich meine, überleg mal, denk mal ans erste Semester, wenn du Chemie oder Physik war noch okay, aber wenn du Chemie geschoben hast, kannst du Biochemie im zweiten Semester direkt vergessen. Stimmt, ja, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, weil bei uns Also wegen Corona war das dann nicht so, ne? Weil wir die Scheine dann sozusagen gut geschrieben bekommen haben, beziehungsweise für den Kurs, den wir danach machen wollten, war der Schein nicht mehr Voraussetzung. Die Klausur schreiben mussten wir natürlich trotzdem. Aber ja, wenn das dann halt so, ne, ohne Corona, so in normalen Umständen, kann man da halt nicht einfach mal so gut hin und her schieben. Genau, und das heißt, dieses ganze, oder alle Bemühungen, die man dann anstellen kann, um sich zu entlasten, gehen wieder mit irgendwas Negativem einher. Sei es, dass man aus dem eigenen Semester rausfällt und damit so ein bisschen Anschluss verliert, was ja in der Uni wirklich, besonders in den ersten Semestern, sehr blöd sein kann, weil man ja vielleicht auch neu ist in der Stadt und dann hat man sich gerade eingefunden und dann muss man da irgendwie wieder raus und so. Das ist bei mir jetzt auch momentan voll das Ding. Also, ich muss ja noch 6 Klausuren schreiben, bevor ich mein Physikum machen kann und scheinfrei bin. Wie viel musst du machen? 3 oder so nur, ne? Ich muss noch 2 Physiotestate. Ja, genau, 2 Testate, eine Klausur. Ja, also halt schon erheblich mehr bei mir so, ne? Und ich bin jetzt im neuen Semester und dank dir bin ich halt super gut angekommen. Ich bin so froh, dass ich jetzt alles mit dir zusammen habe und freue mich da so voll drüber. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich schaffe das nicht,
und dann in einem komplett neuen Semester zu sein, ohne jemanden zu kennen, der einen so mitnimmt und ohne so eine gute Freundin irgendwie, das ist eine richtig schlimme Vorstellung für mich. Also das ist wirklich mein Hauptpunkt Nummer eins, wieso ich das dieses Semester wirklich schaffen möchte. Ja, und das sind halt alles so Faktoren, die das Ganze noch mal stressiger machen. Ja, dass voll. Selbst die Bemühungen, die man anstellen kann, um es zu entlasten, dass die einen auch stressen in einer anderen Art und Weise. Zum Beispiel in einem gesellschaftlich-sozialen... Ja, gesellschaftlich wollte ich gerade auch sagen. Ja. Ja, gerade bei mir so, als ich angefangen habe zu studieren und dann, keine Ahnung, schon im ersten Semester gemerkt habe, boah, ich muss mich echt ändern, so als Mensch und auch was so meine Lerntechniken angeht und so. Und dann so gemerkt habe, boah, ich schaffe das nicht, die ganzen Klausuren jetzt zu schreiben, ich muss das ein bisschen entzerren und so. Wie ich einfach so Probleme damit hatte, weil ich so wusste, viele aus meinem alten Umfeld, so aus der Schule und so, werden so sagen, es war richtig klar, dass du das nicht schaffst. Nur weil ich die Klausuren jetzt wann anders schreibe und so. Und das war für mich ein riesengroßes Ding. Und ich habe das zum Beispiel auch, eigentlich Fun Fact, als ich das erste Mal die Klausur in Chemie nicht geschrieben habe, im ersten Semester, das war die zweite Klausur, diese Praktikumsklausur, ich habe es niemandem erzählt, außer meinen Eltern. Ich habe es meinen besten Freunden nicht erzählt. Echt? Mhm. Weil ich so Angst hatte, dass alle denken, boah, war klar. Boah, das macht mich auch voll traurig irgendwie. Nee, brauchst nicht, jetzt ist mir egal. Doch, weil, also, keine Ahnung, ich kenne das jetzt nicht von mir selber, aber von jemand in meinem Umfeld, ne, bei dem es ähnlich war, dass halt viele Leute dann nicht so, sag mal, an ihn geglaubt haben. Und das hat mich da irgendwie schon immer so sehr berührt. Vor allem, weil ich halt aus einem anderen Umfeld komme, muss man halt sagen. Ich hatte meine halt, Eltern haben ja auch kein Problem, aber ja, halt nur mal so Clarification. Naja, und bei mir war es halt dann oft anders. Bei mir war es eher dann dieses, wenn ich mir Sorgen gemacht habe wegen meinen Noten, hieß dann so, ja, ist das eh eine Eins. So nach dem Motto, so, du darfst dir keine Sorgen machen. Und ja, manchmal... Man darf sich trotzdem Sorgen machen. Genau, ich meine, ich weiß, ne, dass ich manchmal so dieser nervige Streber bin. Das weiß ich auch. Aber ich finde trotzdem, dass man Sorgen nicht so kleinreden muss. Ne, weil man muss ja auch sagen, wenn man oft gute Leistung erbringt, dann wird das auch immer wieder von einem erwartet. Und dadurch steigt nicht nur der eigene Anspruch, weil man ja denkt, okay, jetzt bin ich einmal so gut, jetzt will ich das immer weitermachen, sondern von anderen halt auch. Ja, total. Das ist halt so. Also jetzt eher auf die Schule bezogen als aufs Studium, weil bei uns im Studium, wir haben ja keine Noten und wir erzählen uns auch gar nicht so, also wir beide schon. Wir schon, aber... Aber mit den allermeisten Leuten, wir fragen nie nach Punktzahlen. Das finde ich also richtig gut. Also ich glaube, ich schon eher, aber nur, weil das für mich, glaube ich, nicht so... Also ich feiere jemanden... Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann ich auch voll verstehen. Also für mich ist das halt so irrelevant. Ich würde auch, wenn ich eine 4.0 im Physikum habe, ich würde das einfach auf meinem Kanal erzählen. Ich würde mir das an die Wand tackern und wäre darauf genauso stolz, wie als wäre das eine 1.0. Also mir ist das so lachs. Aber das ist auch wieder schön, dass man so Unterschiede hat und dass es halt nicht immer irgendwie um Noten geht und so wichtig ist oder so. Ja. Willst du die letzte Frage vorlesen? Die Ehrenfrage. So, die Ehrenester liest jetzt die Ehrenfrage vor. Ist es möglich, während des Medizinstudiums eine feste Beziehung zu führen? Auch sehr häufig gestellt. Super häufig. Also ich kann ja mal anfangen dazu was zu sagen, weil ich mich ja derzeit in einer sehr festen, schönen Beziehung befinde und dementsprechend dazu was sagen kann. Also für mich, ich finde es immer so wild, dass die Frage kommt, weil für mich ist es so total selbstverständlich, dass ich meine Beziehung führen kann irgendwie, trotz des Studiums. Aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen daran liegt, was für eine Beziehung man hat. Also so für die Randfakten, mein Freund studiert halt Jura, hat dementsprechend also auch ein sehr anspruchsvolles Studium, ist sehr ehrgeizig. Ich glaube vom Typ her auch so ein bisschen, was Uni angeht, so wie du, weil... Also eigentlich hat sich Maxi explizit jemanden gesucht, der ich in männlich ist. So ungefähr. So ist es. Also sehr ambitioniert, super gut in seinem Studium, macht das richtig gerne und halt so wie du auch, der hört halt erst auf, wenn er fertig ist. Während ich schon aufhöre, bevor ich die du fragst mich immer so, wann hörst du heute auf oder so mit Lernen, ne? Und ich immer so, wenn ich fertig bin. Und ich so, keine Ahnung, wenn eine Fliege auf meinem Kopf landet oder so, jede Gelegenheit, die ich nutzen kann, höre ich auf. Aber das habe ich aber auch. Ich habe das auch in einigen Tagen, dass ich so... Naja, egal. Ja. Also Disziplin muss ich echt noch lernen. Aber, also halt so, ne, für so... Kontext. Kontext, genau. Danke, das Wort hat mir gefehlt. Dementsprechend investiert er halt auch sehr, sehr viel Zeit mit seinem Studium. Und ich muss tatsächlich sagen, seitdem ich mit ihm zusammen bin, also jetzt seit knapp einem Jahr ungefähr, bin ich viel besser in meinem Studium als vorher. Einfach weil, wenn wir so Zeit zusammen verbringen, sagen wir, ich bin eine Woche bei ihm oder 4 Tage oder so,
es ist halt, es steht gar nicht außer Frage, dass wir super viel Uni-Sachen zusammen machen. Und klar, wir studieren nicht das Gleiche, aber wir können halt super gut so koexistieren und dann so ein bisschen beim Lernen zwischendurch mal schmusen oder irgendwie, keine Ahnung, Kuschelpause und dann lernen wir halt weiter. Und das ist dann halt so unser Tag. Und abends kochen wir dann gemeinsam was oder bestellen Essen, gehen essen, sowas, gehen spazieren oder so. Aber es ist halt immer so klar, wir machen auch Unisachen zusammen. So, ich muss nicht irgendwie mir Zeit nehmen für ihn, die ich dann nicht für Lernen nutzen kann. Und seitdem ich halt, wie gesagt, mit ihm zusammen bin, bin ich halt auch viel besser in der Uni, weil ich halt viel mehr so in diesen Tagesrhythmus gekommen bin, der mir immer so gefehlt hat mit so, ich stehe morgens früh auf, weil er so früh aufstehe ich nicht. Und mach dann einfach... Ich in männlich. Ja, voll. Lol. Ihr seid halt beide amazing. Und dann, keine Ahnung, stehen wir um spätestens 8.30 Uhr, 9 Uhr auf, was für mich sehr früh ist. Und ja, machen halt Uni-Sachen, machen eine Mittagspause und dann geht's halt weiter. Also das ist so richtig das, was ich einfach brauche. So. Und deswegen ist für mich so eine Beziehung, und wir wohnen ja auch nicht in der gleichen Stadt, ne? Also ich muss halt auch noch Zeit aufbringen, um da hinzufahren. Und es klappt halt trotzdem für mich halt so. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wenn man eine Beziehung halt im Studium führen möchte oder halt in Anführungszeichen muss, weil man halt anfängt zu studieren, dass man sich dann halt auch Zeit füreinander mit der Uni nimmt. Also ich kann allgemein dazu sagen, ich kann irgendwo das verstehen, dass ständig diese Fragen kommen, weil ich mir auch lange Zeit irgendwie gedacht habe mit dem Pensum, was ich habe, weil man muss ja dazu sagen, wir beide, wir haben jetzt nicht nur das Studiumspensum, sondern auch noch das YouTube-Pensum und das sieht zwar nach außen hin immer nach Fun and Games aus und ist es auch, meistens, ja. Aber es ist sehr viel Arbeit. Es ist wirklich viel Arbeit, es ist viel auch noch so behind the scenes, was man ja nicht mitbekommt und vor allem Fun auch... Fact. Ich habe ja immer gedacht, Vlogs sind so die einfachsten Videos. Und sind sie zu drehen, tatsächlich zu drehen, auch. Aber nicht zu schneiden. Aber nicht zu schneiden. Bei so einem Video wie jetzt werde ich vielleicht maximal eine Stunde brauchen, um das zu schneiden. Aber bei einem Vlog, wo ich eine ganze Woche mit filme, 4 Stunden Material habe oder so, das dauert länger als den ganzen Abend. Ja, das stimmt. Ja. Aber trotzdem mag ich es viel lieber. Ja, ich mag es auch viel lieber, weil es mehr so Spaß macht und ja, so. Aber halt nur mal so, damit man halt so diesen Zeitaufwand halt... Und das ist ja jetzt erstmal nur das Schneiden. Das ist noch nicht... irgendwie Thumbnail gemacht, ist hochgeladen, die Infobox und schon gar nicht irgendwie der ganze, ich sag mal, bürokratische Aufwand von wegen E-Mails beantworten, DMs beantworten und das klingt alles so nach irgendwie einem leichten, easy Job und so und ich will mich auch überhaupt nicht beklagen. Nee, oder es so, macht weil, ja auch super Spaß. Genau, es macht uns Spaß und es ist im Prinzip unser Hobby ein bisschen zum Nebenjob gemacht, aber es ist halt, es ist trotzdem zeitaufwendig, das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. So, und ich habe lange Zeit gedacht, dass für mich einfach überhaupt kein Platz mehr ist für irgendwas anderes. Und man muss halt schon sagen, dass eine Beziehung schon natürlich ein Commitment ist. Also man muss damit rechnen, dass man halt aktiv Zeit in die Person investieren muss. So, ne? Und es natürlich auch wollen sollte. Aber ja, wie gesagt, es ist schon ein Commitment auf vielen Ebenen, nicht nur auf der Zeitebene. Und man muss sich auf den Menschen vor allem auch einstellen. Und ich glaube, in so einem zeitintensiven Studium ist es leicht, sich nur noch um sich selber zu kümmern. Also jetzt, ohne das egoistisch klingen lassen zu wollen, aber weißt du, was ich meine? Ja, also, doch, klar. Man ist so mit sich selber beschäftigt und mit dem, was man hier gerade tut. Daher kann ich verstehen, warum die Frage aufkommt. Was ich mir irgendwann gedacht habe, ist, ich meine, mein Leben, wenn ich jetzt mein Studium, also mein weiteres Studium angucke und auch die Zeit danach im Beruf, wir haben nun mal einen sehr zeitaufwendigen Beruf gewählt und egal, wo es uns später hin verschlägt, wir werden höchstwahrscheinlich schon recht viel arbeiten. Das muss man jetzt erstmal so sagen, zumindest in den nächsten 10 Jahren, ne, bis man dann irgendwie mal fertig ist mit seinem Facharzt und so. Es ist einfach zeitaufwendig so. Ja. Heißt, es ist einfach nicht in Aussicht, dass es irgendwie signifikant weniger wird. Und dann steht man irgendwann vor der Frage, okay, will ich dann aktiv mich dafür entscheiden, keine Beziehung zu haben, nehme aber dann dafür in Kauf, dass ich das vielleicht dann aber nie habe, weil ja, wenn der einzige Grund halt die Zeit zum Beispiel ist, ne, das wird sich halt wie gesagt nicht ändern, zumindest nicht so schnell. Und ich habe mir irgendwann dann so gedacht, ich möchte das nicht verpassen, deswegen. So, und das ist so meine Einstellung dazu. Mhm. Weißt du, also, was ich meine? Ich komme mich irgendwie da schlecht ausdrücken. Also ich weiß zu 100%, was du meinst. Und
das meinte ich auch so ein bisschen mit der Beziehung, die ich jetzt habe. Weil wenn ich jetzt so die Vergangenheit anschaue, ne, ihr habt ja bestimmt auch Esthers Teil letzte Woche von diesem Fragenkonzept hier geschaut. Konzept. Das ist das Wort nicht eingefallen. Unser innovatives Konzept. Patent. Patent. So, und ich dachte dann immer, dass man halt das nicht so miteinander vereinbaren kann, sondern dass ich halt, wenn ich eine Beziehung führen möchte, halt Zeit einplanen muss für Streiten und Herzschmerz und Depressionen und traurig sein. Und ich hätte nie gedacht, dass ich eine Beziehung haben werde, das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt, die so wunderschön ist wie meine jetzige. Und deswegen stellen sich diese Fragen für mich halt einfach alle nicht mehr, weil es halt eigentlich ein bisschen traurig, aber für mich ist es selbstverständlich geworden, dass es halt so gut und perfekt einfach läuft. Und das meine ich nicht so in a bad way, wo man so, weiß ich nicht, verblendet von Tatsachen oder man lebt nebeneinander her oder so, sondern es läuft einfach wirklich so gut, dass es mit meinem Studium gar kein Problem ist. Ja, und man muss halt auch dazu sagen, dass eine Beziehung einem ja nicht nur Arbeit und Zeitaufwand bereitet, ja, sondern ganz, ganz viele schöne Sachen und dass das alles Sachen sind, die mit der richtigen Person. Ja, mit meinem kleinen Katzi. Und das sind halt alles Sachen, die, ich sag mal, protektiv auch auf die Gesundheit, sag ich mal, wirken können, ja, und euch in eurem Lernen sogar unterstützen können, wenn Toll. Ihr irgendwie erfüllt seid, wenn ihr ausgeglichener seid. Das sind alles Sachen, die sind so kostbar, ja, also auch was das restliche Leben angeht, ne? Und die wirken sich auch darauf auf, also aus. Positiv. So, und, Ich weiß noch so, in meinem ersten Semester, wo ich halt noch nicht mit meinem Freund zusammen war, wenn ich so jemanden kennengelernt habe, ne, irgendwie, ob es jetzt Tinder war oder, keine Ahnung, in der Uni oder so, ich habe immer überlegt, ob ich das so halt mit dem Studium vereinbaren kann, ja, weil ich halt wusste, dass es nicht easy wird. Also ich war halt immer so, also wenn ich so jemanden kennengelernt habe und ich habe so gemerkt, am Anfang da schon so ein bisschen Trouble oder so, immer so gedacht, nee, ich habe gar keine Zeit dafür, jetzt irgendwie Herzschmerz zu haben oder... Genau, dieses, ich habe keine Zeit für Herzschmerz. Ja, weil, also das kenne ich noch ganz krass. Ich glaube, so jeder von, nämlich, der mal Herzschmerz erlebt hat, der weiß, wie lähmend das ist. Ist schlimm. Und wie sehr einen das einfach lahmlegt, so ja, in seinem alltäglichen Leben. Und ist man muss natürlich schon sagen, irgendwie egal. Genau, und in so einer Zeit wie jetzt mit dem Physikum, klar, das wäre sehr ungünstig, wenn man genau zu der Zeit dann sowas erleidet. Aber das hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Video gesagt. Irgendwann wird die Person kommen, ja, bei der ihr euch sicher sein könnt, ja, dass das eben nicht so ist. So, und natürlich sollte man irgendwo dann ein Gespür dafür entwickeln, wer gut für einen ist und wer nicht. Das kann man auch in jungen Jahren, glaube ich, nie so gut einschätzen. Aber das werdet ihr irgendwann erlernen und bei dieser Person müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, dass es zu sowas kommt. Und das werdet ihr wissen. Das klingt immer so doof, so, woher soll ich das wissen? Aber man weiß es einfach. Ich kann das wirklich zu 100% bestätigen, weil ich weiß, dass ich das nicht erleben werde. Ja. Ich weiß es einfach. Ich bin mir zu 100% sicher, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass nichts passieren wird. Ja. Zu 100%. Ja, und ich persönlich, da gibt es einen ganz schönen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer ihn gesagt hat, aber der ging ungefähr so, dass es besser ist, geliebt zu haben und jemanden verloren zu haben und das Risiko eingegangen zu sein, als niemals geliebt zu haben. Und ich finde, das rundet dieses Thema schön ab, weil also Liebe oder Beziehungen, generell alles, was mit Menschen zu tun hat, das kommt immer mit einem Risiko. Ja. Ne? Oder auch, dass man, auch in der Freundschaft, dass man da enttäuscht wird oder so. Das, man kann so viel daraus lernen. Das ist genau, so charakterformend und jede Person, egal ob ihr die von ganzem Herzen geliebt habt oder ob ihr nur, keine Ahnung, einen Teil eures Lebens, einen kurzen Teil eures Lebens mit der Person verbracht habt, die wird euch zu einem anderen Menschen formen. Also man nimmt aus jeder Situation so viel mit und kann so viel lernen, wenn man das möchte. Ja, das sehe ich auch so. Von daher, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das stimmt, 100%. Das ist halt wirklich so. Auf gar keinen Fall nicht die Beziehung eingehen, weil ihr Angst um euer Studium habt. Ja. Außer, es gibt ganz viele andere Red Flags. Ja, es gibt ganz, also Red Flags ignorieren machen wir nicht. Nein. Machen wir nicht. Nicht mehr. We don't do that. Und ihr auch nicht. Aber wenn es ein toller Mensch ist, wenn es gut läuft, dann auf jeden Fall. Studium hin und her. Ja. Hin oder her. Hin und her. Ja, Leute, Maxi hat mich angewiesen, ihr Outro zu filmen für ihren YouTube-Kanal. Deswegen werde ich das hiermit tun. Ich hoffe sehr, dass euch das Video... Wenn du so weitermachst, kannst du das Intro noch machen.
Ich hoffe sehr, dass, oder wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar und lasst uns wissen, wie ihr das fandet. Weil und ein Abo bei Esther, wenn ihr das aus irgendwelchen unverständlichen Gründen noch nicht getan haben solltet. Genau. Uns hat das Format auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen. Also das war für uns auch so ein bisschen Therapy-Session. Voll. Und gerade nach dem Tag. Ja, ja, ohne Scheiß. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, vielleicht sowas einfach mal öfter zu machen, dann vielleicht sich nur ein oder zwei Themen rauszupicken und die dann auch wirklich ausführlicher besprechen oder halt in kürzeren Videos dann einfach. Damit ihr euch nicht wieder ganze 40 Minuten geben müsst. Ja, genau. Ja, und wenn euch das auch zusagt, let us know.